Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder und zwar mit einem Thema in der Serie Die Zerstörung der Fahrtechnikmythen. Und manche Mythen sind gar nicht mehr so krass alt wie andere, zum Beispiel weit nach hinten gehen im Stall, das ist halt schon seit Jahrzehnten und gibt's immer noch, oder angepasst nach hinten gehen. Und jetzt heute ein Mythos, den ja, gibt's erst seit 5 Jahren oder so, ich weiß gar nicht, oder zumindest wird er seitdem erst so richtig gepusht. Ich will an der Stelle mich nochmal bedanken für die Unterstützer der Videoserie, das F100 Pflegeprodukte und der Sauerlandtourismus. Ja, ich wohne im Sauerland, Trailparks, Bikeparks, alles hier super vorhanden. Also bin ich sehr happy, dass ich halt diese beiden Unterstützer gefunden habe. Was soll zerstört werden? Sorry, jetzt habe ich es fast vergessen. Und zwar geht es darum, die sogenannte Aktivierung. Das wurde vor, ich würde mal sagen, vielleicht 6 Jahren oder so von der größten Institution fürs Mountainbike-Ausbilden wurde es reingebracht. Das gibt es auch so ein bisschen, auch schon bei anderen Bikeschulen gab es das auch schon. Aber da wurde es wirklich in die Breite der Fahrtechniktrainer hingebracht und auch Guides. Und da geht es darum, wenn man sich normal in einer entspannten, aufrechten Haltung fährt und sich dann aktivieren will, ich werde das gleich auch direkt mal zeigen, dann ist es so gemeint gewesen, dass man erstmal die Beine gerader lassen soll. Also natürlich nicht durchgestreckt, aber gerade lassen soll und erstmal stark den Oberkörper abkippen soll, die Ellenbogen weit dabei raus, Rücken soll gerade sein. Genau, und dann war damals immer so das Credo, dass man sagt, ja, das sorgt dafür, dass die Leute nicht sofort in eine krasse Hocke gehen und die Beine ermüden, aber sie sind schon reaktionsbereiter bei dem, was kommt. Und das hat man dann Aktivierung genannt. Eine Zeit lang aktivierte Position einnehmen oder aktivierter Bereich wurde es dann genannt. Jetzt als erstes, wie bei den anderen Zerstörungsvideos, erstmal erklären, worum geht es denn, was sollen denn die Vorteile sein? Also der Gedanke dahinter war folgender, wenn man ergonomisch entspannt aufrecht steht, aber es wird jetzt schon so ein bisschen schneller, ein bisschen holpriger, aber noch nicht steil und verblockt oder so, dass man anstatt in eine tiefe Haltung zu gehen, dass man erstmal die Beine gerade lässt, nur die Hüfte abkippt und die Arme aktiviert und dann ist man mit Körperspannung aktiv und kann reagieren, ohne dass die Beine müde werden oder man vielleicht nach hinten kippt. Das war der Gedanke dahinter und auch die Vorteile, die man sich davon erhofft hat. Kommen wir zu den Nachteilen von dieser ganzen Geschichte. Und zwar ist es wirklich so, jetzt rein von der Position her, ist es nachteilig in der Hinsicht, dass es sehr unergonomisch ist, weil du wirklich, wenn du das so machst, wie das viele Ausbilder oder halt Trainer auch verbreitet haben oder immer noch verbreiten, dann soll dein Rücken gerade sein und du sollst dich ganz krass in der Hüfte abknicken. Der Rücken muss gerade bleiben. Und jetzt schaut mal, was passiert mit dem Kopf. Dann musst du auch, damit du überhaupt noch vernünftig gucken kannst, sehr stark den Kopf heben. Du merkst das im Nacken. Also es ist einfach eine Haltung, da merkt eigentlich jeder intuitiv, der das macht, sehr unangenehm. Also wenn man jetzt normal fährt und man ist bereit für alles, was kommt, würde man jetzt so stehen und kann angepasst immer sich absenken, wie auch immer. Und das würde jetzt heißen, in dieser aktivierten Position, oder so wurde es eine Zeit lang genannt, dann aktivierter Bereich, Race-Position, ist wirklich so gesagt, die Beine bleiben gerade. Du rollst so und dann musst du ja den Kopf ganz krass nach vorne gucken, weil dein Rücken soll gerade sein. Ich habe das jetzt auch nicht übertrieben vorgemacht oder parodiert oder so. Ich kann das auch gar nicht so gut, weil ich bin da ein bisschen zu verkürzt für, obwohl ich mich schon dehne. Also, es ist einfach eine sehr krasse Haltung, die ich nicht empfehlen würde. Sowohl für den Nacken, Kopf als auch für den Rest der Muskulatur. Wenig sinnvoll und auch in der Fahrtechnik nicht sinnvoll und durch Zufälle entstanden. Könnt ihr mal ausprobieren. Gerade wenn man diese tiefgezogenen Enduro-Helme hat, merkst du, der kommt direkt an den Rucksack. Das ist nicht schön. Das heißt, ja, das ist schon mal einfach unergonomisch, ineffizient und keine natürlich angenehme Haltung. Was man dann sehen konnte von den Leuten, die gerade eine Ausbildung gemacht haben und halt diese aktivierte Position, so hieß es damals, Race-Position nennen es heute manche noch, dann verbreitet und selber praktiziert haben, ist, man kriegt zu viel Druck am Lenker.
Und eigentlich ist es schon international und auch in Deutschland schon immer ein absolut klares Ding, dass man sagt, am Lenker schön locker sein in den normalen Fällen. Es gibt immer andere Ausnahmesituationen. Gewicht voll auf den Pedalen, 100%. Dann kann das Rad sich unter dir bewegen, wenn die Wurzeln kommen und so weiter und so fort. Wenn du aber Körpergewicht auf dem Lenker hast, arbeitest du gegen die Hindernisse. Also ist das nachteilig, wenn du da dauerhaft zu viel Druck am Lenker hast. Und das passiert halt, weil die Leute so eine krasse Haltung einnehmen. Es gibt auch viele, die quasi Fahrtechnik-Tipps geben. Ich habe es auch gestern auf YouTube noch gesehen, ganz aktuell. Die haben da gar keinen Begriff für, aber die haben zwei Bilder, die häufig genannt werden. Und zwar, man soll mit dem Kinn über dem Vorbau sein oder dass sie sagen, man soll mit den Schultern über dem Lenker sein. Und die sagen nicht nur, man ist mal ab und zu mal so, sondern die sagen, das ist jetzt die Haltung, die man bergab haben sollte. Also Kinn immer über dem Vorbau, Schulter immer über dem Lenker. Und das sagen die allen Ernstes. Das heißt, da wird die Körper-Bike-Trennung gar nicht beachtet, was natürlich passieren sollte. Und es ist wieder diese sehr unangenehme Haltung, die man dann hat. Man wird schnell Passagier, wenn man wirklich in dieser Haltung so bleibt und das als Maßstab sieht. Ein ganz wichtiger Nachteil, den man jetzt beobachtet, wenn man Fahrtechnik-Trainer ist oder wenn ihr Leute kennt, die neu anfangen und ihr wollt ein bisschen Tipps geben, um denen quasi einen Einstieg in den Sport zu erleichtern, ist folgender. Es ist sehr viel Input, was man den Leuten so mitgibt, wenn man denen so ein bisschen Fahrtechnik erklärt. Das sollte man echt auch gering halten, erstmal nutzen, lass sie erstmal auf dem Rad stehen und gucken, was machen sie denn schon alles intuitiv richtig. Und dann ist es so, wenn man jetzt 3, 4 verschiedene Punkte sagt und am besten noch irgendwelche Begriffe einführt und wenn man so ein Schwarz-Weiß formuliert nach dem Motto, dein Kinn soll immer über dem Vorbau sein oder du musst dich immer aktivieren, wenn du was siehst, dann merkst du auch schon, anstatt intuitiv sich quasi ans Gelände anzupassen, denken die Leute wirklich, okay, jetzt muss ich mich aktivieren. Das heißt, da läuft viel zu viel so kognitiv ab und die Leute sind auch verwirrt und können dann noch gar nicht differenzieren. Und wenn die dann einmal hören, das Kinn muss immer über dem Vorbau, dann fahren die wirklich so. Auch wenn du jetzt meintest, eigentlich war das nur so ein Tipp, dass es im normalen Zustand oder in manchen Zuständen irgendwie so ist. Aber nicht immer. Aber die Leute denken wirklich, es ist immer so und werden sich dann diese steife, seltsame Position angewöhnen. An alle, die meine Videos schon länger gucken, ihr wisst, ich arbeite gerne mit Bildern. Weil ich aber weiß, ihr lest Fahrtechnik-Bücher, guckt YouTube-Videos, seid voll im Thema drin, Fahrtechnik, dann nenne ich doch mal kurz die Begriffe, damit ihr kurz wisst, wovon rede ich, weil ihr kennt die Begriffe von anderen Lehrern, anderen Trainern, Trainerinnen, Grundpositionen oder sowas. Deswegen, aber ich versuche die eigentlich zu meiden, wenn ich jetzt mit Kursteilnehmern unterwegs bin, weil es ist wieder viel zu viel, weil wir quasi ein eigenes Vokabular im Fahrtechnik-Bereich haben. Und das muss man sich ja quasi dann auch alles merken. Deswegen arbeite ich lieber, wenn dann, mit Bildern. Und jetzt zu sagen, es gab die Grundposition und es gab die Aktivposition. Dann kam aber die DIMP mit aktivierter Position, Aktivierung und dann wurde daraus aktivierter Bereich. Das heißt, es ist wieder ein Wust an Begriffen, die völlig missverständlich sind. Was klingt auch alles ziemlich gleich für einen Laien. Ihr müsst euch immer vorstellen, ein Laie kennt das ja alles gar nicht so genau. Und ja, deswegen würde ich auch von dieser Verkomplizierung einfach abraten. Und trotzdem sollte man differenzieren, wenn jemand sagt, bitte immer schön den Kinn über den Vorbau, dann zu sagen, nee, nicht immer. Bevor du eine Stufe reinfährst, mal kurz da runtergehen und dann das Rad machen lassen und so weiter und so fort. Wenn man jemanden sieht, der immer krass hinten hängt, da kann man sagen, mal im Kinn ein bisschen mehr Richtung Vorbau. Aber wirklich vermeiden, dieses, es muss immer so und nicht anders. Ja, ein weiterer Mythos, den man immer noch häufig hört. Wie gesagt, habe ich gestern in einem YouTube-Video noch gesehen. Kinn muss übers Vorbau, Schulter muss über den Lenker. Man sollte sich aktivieren, gibt es auch immer wieder. Und deswegen, ganz wichtig, verbreitet das, teilt das. Sagt den Leuten, nee, es ist gar nicht alles so kompliziert mit 1000 Fachbegriffen. Stellt euch aufs Rad, guckt, dass ihr ausbalanciert steht. Passt euch ins Gelände an, macht natürlich Kurse. Ihr könnt euch auch gegenseitig filmen. Trotzdem, keep it simple. Und dann werdet ihr auf jeden Fall Spaß haben und sicher fahren. Und wir können diese ganzen mega komplizierten Dinge, die dann mal wieder aufkommen, zu den Akten legen. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video.